Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir haben im letzten Part hier die Höhle des ewigen Eises wohlbehalten, überstanden, überlebt, haben schon einen kleinen, ja, also einen, den Boss der Höhle eigentlich auch besiegt und haben entdeckt, dass da drüben ein Dorf existiert, nämlich dieses hier, da drüben. Und da möchten wir hingehen, doch zuvor erkunden wir wieder einmal die Gegend und haben hier schon wieder ein Tor entdeckt. Wo geht's denn hier lang? Was ist denn das hier für ein Tor? Hallo? Wache. Was gibt's denn? Bitte durchlassen. Ausruhen, ein bisschen plaudern. Bitte durchlassen. Könnt ihr einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch leider nicht durchlassen. Würde es hier gerade was zu arbeiten geben, würden wir eine Ausnahme machen. Aber momentan ist nicht viel los. Gib's also auf. Schade. Ausruhen? Können wir eigentlich auch machen. Wieso nicht? Die alte Vega braucht meistens aber ein bisschen länger, bis sie hier ist. Macht doch nichts. Dann wart mal schön hier. Was noch? Ein bisschen plaudern. Das Südtor stellt sozusagen die Grenze zwischen Lindblom und Alexandria dar. Aber es hat auch noch eine andere Funktion. Die Luftschiffe können nur da fliegen, wo es auch Nebel gibt. Mit anderen Worten, sie können nicht besonders in die Höhe steigen. Hallöchen! Ich bin Mary und arbeite in Vegas Itemladen als Aushilfe. Schön, bitte einmal genesen und so. Ah, einkaufen können wir auch. Aushilfe Mary. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Was darf es denn sein? Zuerst mal einkaufen, bitte. Mal schauen, was die Gute hat. Kaufen? Ich würde sagen, 4 Zelte haben wir. Ich nehme noch ein Zelt. Wir haben eh genug Zaster. Bisschen zwei. Nein, warte, das ist so. 2 Antidot. Phönixfeder nehmen wir auch eine. Potion haben wir genügend. Für die. Und dann noch was. Einmal ausruhen bitte, das wäre super. Einmal schlafen kostet 100 Gil. Boah, schön teuer, aber was soll's. Gehen wir pennen. Boah, das war fein. Na dann. Eigentlich nichts. Für die dann. Na gut, dann gehen wir wieder. Sehr fein. Jetzt sind wir gestärkt, geschneuzt, gestriegelt und jetzt können wir weiter uns in der Gegend umschauen. Und da treffen wir schon auf den nächsten Gegner her mit den LPs. LPs? LU, muss ich was sagen. LUP. Level Ups. Upse. Mit den LPs. Nö, wenn dann EP. Also, dann tun wir mal angreifen. Die S-Magie. Wir können mal bei Feuer wieder bleiben. Noch hat der gute Vivi keine neue Ausrüstung. So, auch Garnettchen kann angreifen und unsere liebe Zitane wird klauen. So, das erste Schlingelschlangel ist mal besiegt. So. Gleich dran. Ja, den Stein haben wir gehabt. Aha. So, nochmal angreifen. Bau. Nochmal spritzen. Und die Garnett haut den Schild aufs Maul. Jawohl, so muss das ausschauen. Ein herzergreifender Angriff von unserem Steiner. Nochmal Jadenstein geklaut, super. Und zu guter Letzt nochmal Feuer von Vivi. Ha, ja! Super gemacht. Sehr fein, Vivilein. Hervorragend. Perfekt. Yeah, wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Eine Phönixfeder und haufenweise Gil. Sehr gut. Dann schauen wir da ein bisschen weiter, ne?
Huch! Da greift uns gleich noch was an. Wie unhöflich. Aber das passt schon so. Wie gesagt, wir brauchen viele, viele, viele Level-Ups. Huch, was bist du denn für eine ekelhafte Spinne? Immer ist es auch nicht gut, wenn man eine bessere Grafik hat. So, was bist du? Carnivore-Zecke. Achso, eine Zecke, gar keine Spinne. Carnivore-Zecke. Okay. Dann tun wir mal schauen, ob sie was Bestimmtes für uns hat. Ich denke mal, Vivi wird dir den Rest geben. Ein Zelt geklaut. Super. Jawohl. Gut gemacht, Vivi. Das war's mit dem Mistviech. Und unsere Siegeshymne. Super gemacht. Wow. Zack, Nahkarte bekommt. Super. Und ein bisschen Gil. Gibt es denn da hinten irgendwas Bestimmtes für uns? Bam. Bam. Zumindest mal ein Monster. Oh yeah. Oh yeah. Bam, 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 bam. Jawohl, und der Steiner geht schon voll ab. Und einmal Spitze wieder. Haja! Bam! Die erste Python ist mal besiegt. Mit der zweiten wird es auch bald nicht besser gehen. So, ja. Ja, sicher, nur alle schön auf Bibi. Immer auf die kleinen Kinder, die Frechheit. So, und Spitze. Ja! Perfekt. Oh, verfehlt sogar. Eine Potion bekommen. Zack, zack. Und Steinelein. Auf geht's. Jawohl. Oh, warte. Und Baby Brut wieder weg. Köstlich. Lecker gebratene Schlange. Yeah. Meine Herrschaften. Jawohl. Sehr schön. Leider keine Items, dafür ein ordentlicher Batzen Gil. Was haben wir da noch Schönes? Hui, da ist gar nichts. Gut, dann drehen wir rum. Immer schön alles erkunden. Ja, das zwingt einen nämlich auch zum Leveln. Ja, ja. So schaut das aus. Wir wollen den Level 99 erreichen, um bestimmte Gegner zum Schluss dann noch besiegen zu können. Ja. Ah. Ja. So, schön Spitzen. Und Steiner nimmt schon Anlauf. 3, 2, 1 und nichts noch. Jetzt aber. Jawohl, Zidane klaut schon wieder wie ein Weltmeister mit seinem bitteren Dolch. Bibi, auf geht's. Einmal gebratene Schlange, bitte. Wir könnten noch mal die Kraftklinge nutzen, fällt mir gerade ein, weil die muss ja eigentlich auch trainiert werden. Ich wollte. Ja. Ja. Wow, Steinelein macht das. Potion geklaut. Zu Bibi. Boah, da kannst du gleich mal Blitz, ne? Der Friesling. Was erlaubt er sich? Halt, stopp. Unbedingt Kraftklinge. Aber ist schon zu spät, denn die Python hat es nicht mehr geschafft. Jawohl. So ist fein. Phönixfeder, haufenweise Gil und eine Goblin-Karte. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung Dorf. Schau mal, ein Luftschiff. Ratter, 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 ratter. Ah, und da kommt schon wieder der nächste Gauner. Gegner. Ist in dem Fall dasselbe, ne? Bösewicht ist Bösewicht. Wurscht, wie er ausschaut. Oh, schon wieder so eine Zecke und eine Python. Und die Lilly gibt gleich Vollgas und haut ihn gleich mal mit ihm stecken. Ach so, Vivi hat kein Mana mehr.
wäre vielleicht ein Äther gut, wenn er trinken tut. Und der gute Steiner nimmt wieder seine Kraftklinge. Schwing, bra, schabum, bra, bam. Ja. So, und die gute Lilly geht schon wieder weiter auf die Bücher. Spinnennetz. Voll vom Hintern raus. Wie die stinkt. Was hat die Zecke bloß gegessen? So. Naja. Wow, kritisch sogar. Cool, damit super. Ha, ja. Die Zecke ist schon mal hin. Und Zitane darf schon wieder fröhlich klauen. Der liebe Stein hat seine Kraftklinge ein. Garnett haut drauf. Und die Essmagie. Patsch. Ha. Ja. Und das war's mit dem Schlangen. Tschüssi. Rampapam. Super, alle kriegen Erfahrungspünktchen. Jawohl. Haufenweise Gil und einmal Goblin-Karte. Super. Na, Fisch. Oh ja. Immer schön her mit den Gegnerleins. Wir können sie alle brauchen. Na, komm nur her, Mistvieh. Ich klaue dir gleich mal alles weg. Ein Jadestein. Und einmal schön die Kraftklinge. Das letzte Mal übrigens. So, da geht den Steiner wieder das Mana aus. Aber das dürfte schon reichen. Jawohl, perfekt. Super gemacht, Steiner. Ja. Da darfst du dich rühmen. Super, ein Jadestein und Gil. Perfekt. Sola. Dann, was haben wir denn hier? Hm, komischer Ort. Oh, was haben wir denn hier? Hm. Können wir da überhaupt rein? Tatsächlich. Oh, und wieder eine schöne Mucke. Bam, bam. Schön. Dieses Modell wurde doch zur Feier der Fertigstellung des 5. Theaterschiffs gebaut, oder? Ja, man kennt sich ja sonst nichts. Ich habe es auf einer Aktion in Trino erstanden. Ja. Eigentlich wollte ich mir besonderes seltene Kaffeebohnen erstanden. Von mir hat welche, vorausgesetzt, er hat sie bei dem ganzen Trubel nicht verloren. Ich werde dir das Modell gerne überlassen, wenn du mir solche seltenen Kaffeebohnen bringst. Ja, ja. Was denn? Im Ernst? Ich lüge nie. Lass mich überlegen. Ich möchte vor allem Nescafé, Shibo und Dallmayr. Prallmayr. Diese drei möchte ich probieren. Ja, ja, ja. Die schöne Schonröstung, ja? Weil sonst bekomme ich wieder Bauchweh. Und nachts kann ich nicht schlafen. Ja. Falls sie dir irgendwo in die Hände fallen, werde ich dir dankbar, wenn du sie mir bringen könntest. Ja, ja, ja. Mach mal gern. Ach, wie ging es nochmal schnell? Wie konnte ich denn, wie durfte ich denn Kartenspiel und so? Dieser göttliche Duft, den dieser Kaffee von sich gibt. Da gab es doch eine bestimmte Taste. Ich habe die jetzt schon wieder vergessen, logischerweise. Ja, das hilft mir da, glaube ich, nichts. Schwupp. Ich weiß, früher war es das Kastelsymbol. Auf der Tastatur. Was könnte es denn jetzt sein? Ah! Hm?
die P-Taste was. Hab zurzeit nicht viel zu tun. Ja, soll ich euch bei einem Kartenspiel Gesellschaft leisten? Ja, sicher, probieren wir's mal. Ich sag's gleich vorweg. Aber ich bin nicht besonders gut. Das freut uns, da können wir gleich deine Karten abstauben. Regeln zu Terra Master. Zu Beginn müssen 5 Karten gewählt werden. Jo. Da können wir nämlich switchen normalerweise. Also nicht jede Karte ist supi. Aha. Moment einmal, wie ging das denn schnell? Man konnte ja links und rechts und so schauen. Fies, weil nicht alle Karten sind supi. Da muss man Prioritäten setzen. Die könnte gehen. Die wäre sicher auch nicht schlecht. Ah, die schaut auch nicht so übel aus. Kampf-Budding-Karte. Gibt es da vielleicht ein bestimmtes Knöpfele, das mir dabei helfen könnte? Einverstanden. Nein. Eigentlich nicht. Nein. Geht das nur so? Dann nehme ich die Kampf-Budding-Karte. Ich hoffe, das passt so. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Regeln zu Terra Master. Die Partie ist eröffnet. Zeigt die gelbe Dreiecksmarkierung auf eine gegnerische Karte, wird diese umgedreht und zur eigenen. Jawohl. Also man sollte gleich schauen, am besten, dass man Karten wählt, wo zum Beispiel wie die hier, die hat ganz viele Dreiecke, dass man die dann so vielleicht platziert, wie würde ich es meinen? Ich würde sagen, hierhin. Jawohl, da wird gekämpft. Yeah, und die gehört schon uns. Regeln zu Terra Master. Wurden alle Karten abgelegt, ist die Partie zu Ende. Die Person mit mehr Karten hat, ist Gewinner. So. Jawohl, jetzt gehört, ihr seht schon, nicht? Es hat ein Kampf stattgefunden. Unsere Karte hatte mehr Lebenspunkte als die gegnerische, somit gehört die gegnerische Karte jetzt uns. Joho, supi, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir gleich die hier und ich würde gleich da hinstecken. Ja! Boah, Deichsel, das läuft super! Dann will ich die hier nehmen. Warte mal. Ja, die würde mir gefallen. Für hier hin. Oh, du Schwein. Die wird mir gefallen. Für hier hin. Und die wird mir gefallen. Für hier hin. Ja, wir haben gewonnen. Supi, 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 supi. Mua. Wir dürfen uns eine Karte aussuchen. Ich glaube, die nehmen wir weg. Ja, und so funktioniert das. Nein, ich spiele keine Partie mehr. Auf diese Art und Weise kann man auch ganz seltene Karten bekommen. Ja. Hast du hier irgendwas? Oh, warte. War da was? Ach so, nein. Nur mit ihm sprechen. Super. Also auf diese Art und Weise, jeder, der irgendwie was von Terra Master was drauf hält und spielen mag, kann man mit jedem, also mit jedem Gegner quasi da dann Kartenspiel gegen antreten. Jawohl. So, mal schauen, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt für uns. Bam, bam. Dann hätten wir das Kartenspiel auch schon mal durch. Es kommt im Laufe des Spiels einmal der Moment, da nimmt man an einem Kartenturnier teil. Also es wäre wirklich sinnvoll, Karten zu sammeln, ja. Und nur die schlechten Karten dann zu schauen, dass man die dann verkauft oder entsorgt oder wie auch immer. So, mal schauen, was wir da oben Schönes haben. So, ja. Okay, da ist sonst ansonsten nichts weiter. Gut. Dann können wir ja wieder gehen. Gesammelt haben wir ja scheinbar alles. Wie gesagt, man kann halt so lange mit dem Gegner spielen, bis er, glaube ich, keine Karten mehr hat, bis man alle gewonnen hat oder so. Oder noch länger. Das habe ich allerdings vergessen. So. Wo sind wir dann hier? Das dürfte das Dorf sein, das wir oben gesehen haben. Boah, schaut mal, ein Dorf.
Wie? Die Pension ist hier drüben. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde noch so gern zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Hm? Warum guckst du mich so an? Hast du den gesehen? Jo, hab ich. Dorfdali. Wen meinten die Burschen denn jetzt bitte? Hallo? Och, herrje. Bitte verzeiht. Seid willkommen. Na, ein hübsches Fräulein anstand geziemt sich aber gar nicht. Nein. Eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den, wie dem auch sei. Bitte sehr, was kann ich für Sie tun? Zitane, in welchem Zimmer soll ich die Nacht verbringen? Na, in dem gleichen Zimmer wie wir alle. Aber, Zitane, ich habe noch nie mit Männern im gleichen, noch nicht mal mit Papa und so. Also, das kann ich ja verstehen. Aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer, ne? Ach herrje, um Gottes Willen. Also rein mit euch. Ach, na, da werde ich wohl gut schlafen heute, ne? Ganz anders als wir zu Hause. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgestürzt, müssten wir doch jetzt schon in... Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblom. Mhm. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Über die Grenze also. Zitane, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich leider nicht wissen lassen, aber ich muss einfach dorthin. Hab verstanden. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich schon nach Lindblom bringen. Ich habe mir diesen Schwachsinn lange genug angehört. Prinzessin, hört auf mich und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunichtgut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verschwundenen Wald. Verwunschenen Wald. Genau, verschwunden ist er auch jetzt, ja, weil wir nicht mehr da sind. Ich meine, das Alte und so, ne? Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir ins Schloss zurück. Dass ich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lilly zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nie wieder vor. Mein Entschluss steht fest, ich werde Lilly auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben, jawohl. Meister Vivi, es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste,
Was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Ja, der Steiner hat nicht viel zu melden. Was für eine liebliche Melodie. Wer singt da? Oh, das hat gut getan. Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Die Stimme klang nach Lilly. Scheinen ja alle schon auf den Beinen zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!